Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu Factorio. Jo, in der heutigen Folge werden wir uns mal ein bisschen mit Licht beschäftigen. Und dazu brauchen wir Eisen. Eine Menge Eisen. Ich hoffe, wir haben hier wieder ein bisschen was von übrig. Sieht nicht danach aus. Wobei, ich kann mich ja hier bedienen. Genau. Dann bauen wir mal ein bisschen Licht, was wir hier ein bisschen in der Gegend verteilen werden. Damit hier nachts über auch ein bisschen hell ist. Eins. Zwei. Drei. Ich verteile das Licht einfach ein bisschen in der Gegend. Damit wir wenigstens ein bisschen was sehen. Aber übertreiben möchte ich es damit auch nicht wirklich. Wobei, hier hätten wir ja noch so zwei Dampfapparate hinstellen können. Naja, egal. So. Das reicht dann vorerst. Sammeln wir erstmal wieder ein paar Steine ein. Damit wir da unten, wie soll ich sagen, noch ein paar Öfen hinstellen können. Gut. Kohle habe ich keine dabei. Schade. Dafür kann ich jetzt 14 Hochöfen bauen. Jo, das sollten wir definitiv ausnutzen. Und als nächstes werden wir uns wirklich mit Öl beschäftigen, weil Öl ist sehr wichtig für die Robotik. Und Moment mal. Erstmal leite ich hier mal die Kohle etwas um. Oh nein. Gut, geschützte Türme sind da. Das ist doch schön. Ist doch schön, wenn geschützte Türme reagieren können, oder? Wäre ja doof, wenn nicht. Klar, ein Turm wurde beschädigt, aber der sollte vielleicht noch einen weiteren Angriff standhalten. Dann passt die Sache. So, ich bekomme nur eine Pumpe hin. Ich brauche deutlich mehr Eisen. Naja, sobald wir die ganzen Hochöfen ausgetauscht haben, dann passt die Sache. Ach, guck mal, hier. Werkzeug haben wir zum Glück auch dabei. Gut, habe ich Munition. Wunderbar. Dann können wir die nämlich hier auch füllen. Und ich könnte hier eventuell noch einen dritten Turm hinstellen. Jo, das geht. Wunderbar, und das müssen wir alles hier hermetisch abriegeln. Jetzt hast du endgültig kein Eisen, kein Stein mehr. Nun gut, hast du eben ausgedient. So viel ist es auch nicht, was wir daraus bekommen haben. Aber dafür wird jetzt erstmal unsere Eisenproduktion ordentlich gepusht. Mal, hier kannst du durchlaufen. Ja, hier kannst du auch noch durchlaufen. Gut. Da habe ich mich gerade ein bisschen dämlich angestellt. Und die 8 Öfen sollten wir drüben auch austauschen. Dann passt die Sache. Vor allem hier und unten beim Kupfer. Haben wir es schon ausgetauscht oder nicht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und Baum weg. Immer diese Bäume, ne? Ich frage mich, was die sich dabei denken, wenn die hier ständig im Weg wachsen. Nehmen wir ruhig mal ein paar blaue Ärmchen. So, ich weiß, es ist nicht hundertprozentig symmetrisch. Aber das stört ja auch nicht. Wunderbar. Ich kann da gleich mehr Kohle reinschmeißen. Dann muss ich die nicht ständig mit mir mitschleppen. Das ist doch auch ideal. Und ich habe hier auch noch ein paar Steine übrig. Wo war das? Unten, oder? Genau, unten beim Kupfer. Dann müssten wir den Output auch noch minimal anheben. Die greifen ja dieselbe Stelle an. Na gut. Moment.
Diesmal möchte ich es bitte mit den Hochöfen nicht übertreiben. Denn dann gönnen wir uns nochmal 20 Mauern. Die werden wir auch bald alle brauchen. Hier ist bereits alles ausgetauscht. Gut. 1, 2, 3, 4, 5. Und du brichst mir den Rest bitte ab. Und dann geht's hier hoch. Sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gut. Strom. Wunderbar. Läuft. Das wird unseren Kupfer-Output definitiv stark erhöhen. Ich frage mich, reicht das so einseitig oder kann ich es direkt auf beide Seiten verteilen? Ja gut, du fließt ja nur so entlang. Gut. Moment, ich habe ja noch eine Lampe. Die könnte man hier irgendwo platzieren. Dann haben wir plötzlich ein bisschen Licht. Voila. Immer diese Zaubertricks, ne? Gut, ich glaube, ich werde es direkt mal... wunderbar. Dann gehst du mir als nächstes... Erwartete Rohverarbeitung nicht. Motoren brauchen wir auch gleich. Geh mal auf die Schwefelaufbereitung, die werden wir auch benötigen. So. Und somit läuft es dann auf beiden Seiten. Das Band fließt ein bisschen schneller ab. Und damit wird dann hier wieder ein bisschen leer geräumt. Gut. Noch ein paar Steinmauern. Munition habe ich aktuell nicht mehr so viel dabei. Dann sollte ich erstmal anfangen, oben ein bisschen abzusichern, weil da sind ja die meisten Angriffe. Jo. Genau. Munition. 25 Türmchen. Munition, gut. Ach, wie das hier alles fluppt. Ist doch schön. Na komm, lass mich mal hier durch. Und der neue Turm wurde direkt beschädigt. Moment. So. Das kommt dann alles weg. Und die Mauer müsste man dann eventuell noch ein bisschen verstärken. Bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Wobei, jetzt haben wir hier erstmal ein bisschen Ruhe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wobei, die Ölquelle hier noch irgendwie absichern oder von wo aus kamen die immer? Das ist mir ein Rätsel. Na dann erstmal hier rüber. Und dann hier hoch. Ah, guck mal, links von uns ist ein Nest. Oh, ich habe nicht mehr allzu viele Steinchen. Nun gut. Und hier im See schwimmen auch noch Fische, die wir angeln könnten, wenn wir es drauf anlegen würden. Gut, dann hätte ich hier gerne ein Geschütz. Das diesen schmalen Übergang hier absichert. Nicht, dass uns da irgendwas langkommt. Da reichen es mal 21 Schuss. Werdet ihr da unten bekämpft oder?
Jo, sieht gut aus. Na dann machen wir hier mal weiter. Hier überall an Munition reinzufüllen, das wird kritisch. Frag mich, wo ich die ganze Munition überhaupt herbekommen soll. Ja, das finden wir noch früh genug raus. Das Lustige ist jetzt auf jeden Fall, sobald ich hier alles dicht habe, greifen die alle von der anderen Seite an. Nun gut. 20. Passen auch. 14 ebenfalls. 10 zur Not auch. Ein paar von den Türmchen können wir auslassen. Damit wir halt überall ein bisschen Munition drin haben, verstehst du? Sehen. So. Gut. Damit ist diese Seite halbwegs sicher. Die Betonung liegt dabei wirklich auf halbwegs. So, jetzt müssen wir hier irgendwie. Naja, gut. Schauen wir uns mal die Map an. Dann müssen wir hier dicht machen. Dann müssen wir hier runterziehen, hier vielleicht irgendwie ums Eck rum, dann hier runter. Das wird ein Heidenspaß, hier alles abzusichern. Nun gut. Gleich könnt ihr jetzt überall Radare hinstellen, damit ich ungefähr weiß, wo die sich lang bewegen. Und das passt ja noch so weit. Hier kann man definitiv die Mauern ein bisschen weiterziehen. Und das war's dann. Wie schaut's munitionstechnisch aus? Läuft's? 102 Schuss. 102 Schuss. Gut. Die Munition müssen wir erstmal sparen. So, irgendwie Eisen zusammenkratzen. Gut. Weil dann gönnen wir uns nämlich erst einmal. Eine Raffinerie, da brauchen wir Steine für. 1, 2, 3, 4, 5. Steine hole ich mir auch mal direkt. Genau, 110 Ziegel. Gut. Dann gehen wir wieder hoch, sammeln ein bisschen Kupfer ein. Wobei, Kupfer brauche ich nicht wirklich. Und dann brauchen wir ein paar zusätzliche Stahlträger, damit ich an zusätzliche Tanks rankomme. Stahl dürfte an sich auch nicht das Problem darstellen. Denn unsere Stahlproduktion läuft ja munter weiter. Genau. Dann bauen wir erstmal einen ganzen Schwung voll von den Dingern. 10 Stück sollten genügen. Darin werden wir unser Rohöl aufbewahren. Wenn erstmal die ganzen Pumpen durch sind. Dann brauchen wir mindestens eine Raffinerie, mindestens eine Chemiefabrik. Naja, machen wir gleich mal zwei. Und dann massiv viele Rohre. Das bedeutet mehr Eisen. Kohle hier. Die wollte ich ja nicht aufsammeln. Ist nur die große Frage, wie viel Eisen sollten wir noch abwarten? Naja, bisschen von dem Zeug kann da noch weg. Oh, unten werden wir angegriffen. Da sollte ich mal direkt hin. Nicht, dass es da eskaliert. Ich glaube, der Angriff ist bereits vorbei. Da erwarte ich am besten mal kurz die Verteidigung. Genau. Moment mal kurz. Ach so, das rote Fleckchen ist nicht da. Das ist einfach nur Einbildung.
Ach, die kam von der Seite. Gut, dann sollten wir jetzt hier noch ein bisschen was absichern. Eins, zwei, 100, 100. Gut. Und dann hoffen wir mal, dass. Wobei. Gönnen wir uns mal so ein paar Stahlspitzhacken. Die Eisenspitzhacken können wir dann in unsere Truhe reinschmeißen, die vorne rumliegt. Beziehungsweise in unsere Holzkiste. Weil das Eisenzeug brauchen wir an sich nicht mehr. Das verschwendet eigentlich nur unseren Platz. Oder wollen wir es noch aufbrauchen? Bin mir da jetzt auch nicht mehr so hundertprozentig sicher. Ich habe mir noch keine Eisenrüstung gegönnt. Hier eine schwere Rüstung. Das sollte unseren Anforderungen gerecht werden. Für Tanks brauche ich noch mehr Eisen. Ja gut. Eisen ist an sich nicht das Problem. Noch nicht. Wobei, hier habe ich eine Kiste. Da kann ich mich auch direkt mal bedienen. Dann kriege ich noch ein paar weitere Tanks. Oh oh. Oh. Wachturm, geht's dir gut? Ja. Ich müsste oben Wachtürme holen. Ja, jetzt renne ich eigentlich nur noch hin und her, weil ich nicht genug Steine habe, um hier ordentlich viele Mauern aufzubauen. Siebenunddreißig Geschütztürme? Nett. Komm, kümmern wir uns erstmal um das Öl. Damit es schon mal ein bisschen ansammelt. Das wird ja auch seine Zeit brauchen. Also dann, in welche Richtung wollen wir? In die oder in die? Naja, hier haben wir noch ein bisschen Platz. Naja, Vorsicht, aber mal so. Nicht gut. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Gut, du hast ja bereits Strom, deswegen läuft der auch. Nun gut, dann brauche ich ja nicht noch Rohre. Aber zuerst legen wir mal unseren Rohölspeicher hier an. Eins, zwei. Ich glaube, acht von den Dingern dürften ausreichen. Von den Behältern. Gut. Na dann, Rohre. Eins, zwei. Wobei, hier reicht ein normales Rohr. Davon kann ich mir ordentlich viele basteln. Eins, zwei. Oh oh. Oh nein. Oh wei, oh wei, oh wei. Nicht ordentlich abgesichert. Jupp, das wird noch öfters passieren. Elende Mistviecher. Na dann, schnell wie der Wind dahin. Bevor da wirklich noch was Ernsthaftes beschädigt wird. Oh oh. Ja, ich bin unterwegs. Das waren ja jetzt nur zwei, wie es aussieht. Nun gut. Eins, zwei, drei. Strom. Du hast keinen Strom. Moment, wieso habt ihr keinen Strom? Ach, hier ist was zu Bruch gegangen. Oh nein. Das meine ich doch wohl nicht ernst, oder? Von wo kamen die? Von hier unten oder was? Weißt du was? Stellen wir hier zwei Türmchen auf. Und dann hier. Moment, hier müssen wir eine Kleinigkeit reparieren. Nicht, dass da beim. Moment. Was habe ich denn jetzt gemacht?
Gut. Ich sagte, wir sollen es reparieren. Oh wei, oh wei, oh wei. Lass doch den Quatsch. Nun gut, reparieren wir jetzt mal unsere Anlage hier. Und hier ist wieder ein Band zu Bruch gegangen. Wunderbar. So. Dann kommen hier zwei Geschütze hin. Und hier hin. Wenn wir schon dabei sind, kommt hier auch ein Geschütz hin. Und hier ebenfalls. Gut. 25. 25. Wenn die da immer noch im Doppelpack angreifen, dann sollte es soweit ausreichen. Wir müssen alles hier wirklich einzäunen. Beziehungsweise einmauern. Wo sind wir stehen geblieben? Bei einer Folgenpause, oder? Oh. Ja, klar. Nee, 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 nee. Dann machen wir das eben so rum. Genau. Ich wundere mich schon, warum da forschungstechnisch nichts weitergeht. Achso, ihr wollt ja beide auf dieselbe Schiene. Nicht gut. So. Wird ein Schuh draus. Nein. Oh oh. So wird ein Schuh draus. Die Kupferplatten da vorne müssen weg. Wunderbar. So, jetzt funktionieren auch wieder die roten Fläschchen. Ich habe mich schon gewundert, ne, was da los ist. So, meine Freunde, aber ich würde mal sagen, das war's von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.